Moin, ich bin Fabian Lickes. Ich treffe mich heute mit Professor Matthias Grundmann, Benjamin Görgen und Jessica Hoffmann und wir sprechen über Nachhaltigkeit. Könnt ihr euch vielleicht erstmal kurz vorstellen, was macht ihr überhaupt in eurer Arbeitsgruppe? Ja, also ich habe mit dem Kollegen Dieter Hoffmeister vor 2 Jahren diese Arbeitsgruppe, diesen Arbeitskreis gegründet und wir wollten unsere Forschung zusammenlegen. Herr Hoffmeister arbeitet am Bereich Umweltsoziologie und Regionalentwicklung und mein Schwerpunkt ist Gemeinschafts- und Sozialisationsforschung und wir wollen im Grunde genommen die Potenziale im Institut zu diesem Thema zusammentragen, im Wesentlichen auch Fragen danach, also wie kann dann nachhaltiges Leben in Gemeinschaften, also auch vor allen Dingen in Regionen gelebt werden, welche gesellschaftlichen Hürden gibt es und welche Möglichkeiten der Gestaltung insgesamt. Welche Projekte werden denn hier beispielsweise in Münster von der Gruppe wissenschaftlich begleitet oder betreut? Also wir setzen uns natürlich sehr intensiv mit verschiedenen wissenschaftlichen Fragen der Nachhaltigkeitsforschung auseinander. Gleichzeitig begleiten wir aktuell den Prozess zum Tag der Nachhaltigkeit, den es in Münster gegeben hat, vorletzte Woche. Wir haben uns dann begleitend daran beteiligt und gleichzeitig auch das Ganze beforscht und geschaut, welche Prozesse laufen da ab, wie kann man sowas unterstützen und Ähnliches. Wie ist jetzt der aktuelle Stand der Debatte? Also es gab zu Beginn der 90er Jahren gab es große Fortschritte mit dem Rio-Prozess. Seitdem muss man sagen, international ist der Prozess etwas ins Stocken geraten. Gleichzeitig hat sich aber seitdem auf lokaler Ebene sehr viel getan. Es finden sich mittlerweile auf allen gesellschaftlichen Ebenen Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und dazu arbeiten. Und gerade auf im lokalen Bereich, im regionalen Bereich passiert sehr, sehr viel. Von zivilgesellschaftlichen Gruppen, aber auch von Politik und Unternehmen, die an diesem Thema arbeiten, sich damit auseinandersetzen, wie eine nachhaltige Entwicklung gestaltet werden kann. Ob das Tauschprojekte sind oder ob das also Initiativen zur Umwelt, zum Umweltschutz sind oder was auch immer, da gibt es einfach Menschen, die tatsächlich ihr Handeln sozusagen verändern und jenseits von politischen Gremien, die das angestoßen haben, also das einfach in die Hand nehmen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, die Menschen zurück in den Bezug zu ihren Produkten, zu den Menschen zu bringen und das Ganze in der regionalen Vernetzung zu halten, um genau diese Punkte der Nachhaltigkeit verwirklichen zu können. Was denken Sie denn vielleicht zu den Strukturen, den politischen Strukturen? Was könnte man da vielleicht auch auf lokaler Ebene ändern? Was könnte da überhaupt angepasst werden, damit auch Anreize eben geschaffen werden können, nachhaltiger zu handeln? Durch Anerkennung und natürlich das Gefühl, eben mit anderen zusammen was bewirken zu können. Und das bedeutet eben auch tatsächlich, dass die politischen Strukturen, auch die wirtschaftlichen Strukturen den Menschen nicht im Wege stehen, sondern sie ermutigen, das zu tun. Und letztendlich ist es einfach das Bedürfnis auch, gemeinsam mit anderen was zu bewegen und das reicht schon. Also ich glaube, was ganz zentral dabei ist, ist, dass quasi die Politik die einzelnen Bürgerinnen und Bürger unterstützt, die sich damit auseinandersetzen, dass zivilgesellschaftliche Prozesse unterstützt werden, gefördert, dass auch Reallabore nennen wir das dann in der Wissenschaft, quasi also etwa gemeinschaftliche Wohnprojekte oder Ähnliches, die nachhaltige Lebensformen erproben, dass diese unterstützt werden von der Politik. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Genau, es gibt sozusagen die Initiative, die sich ab nächsten Monat wieder jeden Monat trifft. Es gibt die Karte der Nachhaltigkeit, die entstanden ist, wo sehr viele Projekte einfach sich verorten können. Hier gibt es eine Giftbox, da findet eine Initiative statt, die belebt natürlich von der Beteiligung der Bürger. Des Weiteren gibt es die Agenda 21 und die Eine Weltforen und dann gibt es an der Uni und in der Zivilgesellschaft verortete kleinere Projekte, die sich immer mit konkreten Sachen auseinandersetzen. Was gibt es denn in Münster jetzt bei der praktischen Umsetzung vielleicht auch in den zivilgesellschaftlichen Gruppen für Probleme, mit denen Sie dann eventuell konfrontiert werden, wo Sie dann eben auch wissenschaftlich unterstützen können? Also ganz konkret gibt es ja diese Initiative um den Tag der Nachhaltigkeit, die es geschafft hat, eine eigene Infrastruktur aufzubauen, die dann sozusagen in Rückspiegelung mit uns und in Begleitung mit uns es geschafft hat, Probleme, die auftraten, die vor allem in Bezug auf eine sehr Formalisierung lagen, wieder zurückzukoppeln und jetzt in ein sehr gutes Bündnis übergegangen ist. Welche Vorteile ergeben sich denn aus diesen Gruppen, dieser Gemeinschaftsbildung und eben aus diesen Initiativen vielleicht auch für die Stadt oder die Region, also auch für die gesamte Gesellschaft hier im Bereich? Ich glaube, die Region kann sehr viel davon gewinnen, weil einerseits denke ich, dass viele Prozesse einfach notwendig sind, auch für zukünftige Entwicklungen. Gleichzeitig stärkt es natürlich die Attraktivität in vielen Bereichen, die es zu erhöhen gilt, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Das heißt also, die Widerstandsfähigkeit einzelner Regionen in Bezug auf
externe Schocks, könnte man sagen. Also dann geht es halt darum, dass man möglichst großen Teil seines Energiebedarfs selbst herstellt, seine landwirtschaftlichen Produkte selbst herstellt. Und da kann natürlich die Region sehr von profitieren. Vielen Dank, Dankeschön.